Hallo ihr Lieben, hier bin ich wieder. Es geht heute mal wieder um die Hormone, konkret um Testosteron und noch konkreter um die Frage, sind Männer mit viel Testosteron wirklich gewaltbereiter und wettbewerbsorientierter als Männer mit weniger Testosteron? Ich habe ein interessantes Video gefunden, dem ich interessante Einblicke entnehmen konnte. Es ist eine Dokumentation der Deutschen Welle und man sollte dem Namen nach eigentlich vermuten, dass es das auch auf Deutsch geben müsste. Aber ich habe keine deutsche Version gefunden. Also wenn mir da jemand auf die Sprünge helfen kann, bitte Info in den Kommentaren. Testosteron ist das wichtigste männliche Sexualhormon. Und Männer mit viel Testosteron gelten als egoistisch und risikofreudig. Ein paar Wissenschaftler wollten dieser Geschichte auf den Grund gehen und haben das etwas näher untersucht. Testosteron hat Einfluss auf Haar- und Bartwuchs, Muskelentwicklung, die tiefer werdende Stimme bei Jugendlichen, Persönlichkeit und vieles mehr. Aber das Thema ist etwas komplexer, als man vielleicht erwarten würde. Die Produktion des Testosterons findet bei den Männern in den Hoden und in der Nebennierenrinde statt, bei den Frauen in den Eierstöcken. Ja, liebe Damen, wir haben auch Testosteron. In der Pubertät steigt der Testosteronspiegel extrem an und bleibt dann auf diesem hohen Niveau. Kurz nach der Geburt kommt es zu kurzfristigen Testosteronspitzen. Das scheint etwas mit dem Entwicklungsprozess des Gehirns und des männlichen Reproduktionssystems zu tun zu haben, aber wirklich klar ist das bis jetzt noch nicht. Ein junger Mann, Medizinstudent und Bodybuilder namens Christian Wulff aus Heilbronn, bekam mit 20 die Diagnose Testosteronmangel. Die Ärzte gehen davon aus, dass sein Gehirn nicht die richtigen Produktionssignale an die entsprechenden Körperregionen aussendet, wo Testosteron produziert wird. Er hatte unspezifische Symptome und war lange auf der Suche nach einer Antwort. Er hatte Depressionen, fühlte sich immer schlechter, war energielos, schlapp, hatte keine Libido. In seinem Familienleben war alles in Ordnung. Er hatte eine Freundin und kam an der Uni gut zurecht. Und als er seinen Testosteronspiegel testen ließ, erfuhr er, dass sein Körper so gut wie kein Testosteron produziert. Das ist sehr wenig. Aber wie viel braucht der Mann? Normal sind 8 bis 12 Nanomol pro Liter. Alles, was darunter ist, gilt als Testosteronmangel. Und wie viel Testosteron jeder Mann hat, hängt aber auch von genetischen Komponenten ab. Frauen haben natürlich sehr, sehr viel niedrigere Werte, nur etwa 5 bis 10% der männlichen. Und bei den Frauen dient das Testosteron der Östrogenproduktion. Und das ist natürlich für das weibliche Geschlecht auch viel wichtiger. Nachdem Christian Wulff also den Mangel an Vitamin D und Zink ausschließen konnte, begann er mit einer Hormonersatztherapie. Eine Nebenwirkung dieser Therapie ist unter anderem die Unterdrückung der Spermienproduktion, was zur Unfruchtbarkeit führen kann. Der Prozess der Testosteronproduktion beginnt im Gehirn, genauer gesagt im Hypothalamus, wo es das Nervensystem des Körpers mit dem endokrinen System verlinkt. Die Hormone der Hypophyse stimulieren die Testosteron- und Spermienproduktion in den Hoden. Das Gehirn bekommt dann eine Rückmeldung über die Testosteron- und Spermienmenge und passt die Hormone entsprechend an. So funktioniert das, wenn alles gut läuft. Bei einer Hormonersatztherapie werden die Hormone in der Hypophyse unterdrückt, die die Spermienproduktion stimulieren. Das ist vergleichbar mit der Pille für den Mann. Bei Männern mit Kinderwunsch müssen aber entsprechende Vorkehrungen getroffen werden, sonst wird aus dem Kinderwunsch nichts.
So, jetzt wissen wir, wie sich ein niedriger Testosteronspiegel auswirkt und was ist mit dem Gegenteil. Macht ein hoher Testosteronspiegel aggressiver und gewaltbereiter? Untersuchungen am Zentrum für kognitive Neurowissenschaften in Lyon haben dafür keine Beweise gefunden, aber es gibt ein paar indirekte Indikatoren. So findet man hohe Testosteronspiegel interessanterweise bei Männern, die für schwere Verbrechen im Gefängnis sitzen. Ha, vielleicht doch. Hm? Auch von außen zugeführtes Testosteron macht aggressiver anscheinend. Auf der anderen Seite trägt Testosteron sogar zu einer Verbesserung des Sozialverhaltens bei. Es wurden verschiedene Tests durchgeführt, um die gängigen Behauptungen entweder zu bestätigen oder zu widerlegen. Der Testosteronspiegel wurde ermittelt, dann bekam die Hälfte der Teilnehmer Testosteroninjektionen, die andere Hälfte ein Placebo. Danach wurde das Spiel Ultimatum gespielt, mit dem man herausfinden wollte, ob eine Person großzügig oder egoistisch ist. Einer von zwei Spielern erhält dabei eine Geldsumme und bekommt den Auftrag, dem anderen einen Teil des Geldes zu überlassen. Wie er das Geld aufteilt, ist seine Sache. Der zweite Spieler hat die Möglichkeit, das ihm zugewiesene Geld zu akzeptieren oder es abzulehnen. Akzeptiert der Spieler 2 das Angebot von Spieler 1, wird das Geld übergeben und die Sache ist beendet. Lehnt er ab, bekommt keiner etwas. Beim Ergebnis gab es keinen Unterschied zwischen der Testosterongruppe und der Placebo-Gruppe. Dann wurden die Regeln etwas verändert. Die Spieler konnten das Geld jetzt benutzen, um faires Verhalten zu belohnen oder zu bestrafen. Unfaires Verhalten zu bestrafen. Und hier war ein Unterschied im Verhalten der beiden Kontrahenten festzustellen. Die Reaktionen in der Testosterongruppe waren durchweg extremer als in der Placebo-Gruppe, sowohl wenn der überlassene Betrag als zu niedrig empfunden wurde, als auch wenn er höher war als erwartet. Daraus ergab sich dann die Frage, ob mehr Testosteron Männer auch großzügiger macht. Während Testosteron einerseits das Aggressionsniveau zu erhöhen scheint, macht es auf der anderen Seite aber auch großzügiger. Um Zufallsergebnisse auszuschließen, wurde zusätzlich die Gehirnaktivität untersucht. Das Ergebnis war, dass viel Testosteron den Sozialstatus verbessern kann, was möglicherweise mit dem Belohnungssystem zusammenhängt. Ein besserer Sozialstatus vermittelt dem betroffenen Mann ein Gefühl größeren Wohlbefindens. Hinter der vermeintlichen Großzügigkeit verbirgt sich aber immer eine Motivation. Wenn andere sehen, dass man großzügig ist, dann haben sie eine bessere Meinung. Und Männer sind allgemein großzügiger, zum Beispiel, wenn sie wissen, dass sie von Frauen beobachtet werden. Testosteron kann sich also sowohl auf positive als auch auf negative Verhaltensweisen auswirken und sogar den Sozialstatus verbessern. Am University College in London wurde der Einfluss von Hormonen und insbesondere Testosteron auf das menschliche Verhalten ebenfalls untersucht und hier insbesondere in Bezug auf Aggression und Hilfsbereitschaft. Das Resultat war, dass Testosteron die männliche Aggressivität nur geringfügig beeinflusst, wenn überhaupt. Da kommt man also nicht immer zu den gleichen Ergebnissen. Für den Test wurde auf ein weiteres Spiel zurückgegriffen, bei dem einer von zwei Spielern einen Betrag bekommt, den er mit dem Gegenspieler teilen kann oder auch nicht. Hier war festzustellen, dass Testosteron einerseits das Vertrauen desjenigen reduziert, der von der Entscheidung des anderen abhängig ist. Alpha-Tier. Vielleicht macht viel Testosteron die Männer zu Alpha-Tieren. Und es würde die gängigen Vorurteile bestätigen. Nach dem Rollentausch zeigte sich, dass Testosteron Gegenseitigkeit fördert. Wurde der erste Empfänger in der vorherigen Runde gut behandelt, dann stieg die Wahrscheinlichkeit, dass er in der zweiten Runde etwas zurückgab.
Auch dieses Verhalten verbessert den Sozialstatus. Menschen in Führungspositionen haben Fachwissen, Sachverstand und Erfahrung, die sie zu guten Führungskräften machen. Wenn sie anderen helfen, dann hat das eine soziale Komponente, aber eigentlich ist es unter dem Strich Mittel zum Zweck, weil man andere damit beeinflussen kann und sie dazu bringen kann, Dinge zu tun, die man gerne von ihnen hätte. Männlichkeit und Macht werden in verschiedenen Kulturen sehr unterschiedlich wahrgenommen. So ist es nicht verwunderlich, dass man in verschiedenen Ländern zu sehr unterschiedlichen Ergebnissen kommt bei diesen Tests. Kultur, Religion, Klima oder geografische Verhältnisse haben allerdings keinen direkten Einfluss auf das Testosteron. Christian Wulff, der Mann mit dem Testosteronmangel, wurde mit Gonadotrophinen behandelt. Diese Behandlung war so erfolgreich, dass vorübergehend Testosteron und fertile, fruchtbare Spermien produziert wurden, die für einen späteren Gebrauch eingefroren werden konnten. An der Friedrich-Alexander-Universität in Erlangen untersucht Oliver Schultheiß die Auswirkungen von Testosteron auf den Körper und speziell auf das Knochenwachstum. Testosteron und das weibliche Pendant Estradiol oder auch Östrodiol haben einen enormen Einfluss auf die Knochendichte und Stärke vom pränatalen Stadium bis ins Erwachsenenalter. Interessant ist, dass Frauen im Normalfall längere Zeigefinger als Ringfinger haben. Bei Männern ist der Ringfinger länger als der Zeigefinger. Ich habe das bei mir natürlich untersucht und nach meinen Fingern nachzuurteilen, müsste ich ein Mann sein. Und interessanterweise ist mir schon oft aufgefallen, dass ich mich in vielen Situationen tatsächlich auch mehr wie ein Mann verhalte als wie eine Frau. Testosteron hat einen eindeutigen Einfluss auf das Knochenwachstum, was bereits in der ersten Woche der Schwangerschaft beginnt. Es hat weiter einen Einfluss auf das sogenannte Machtmotiv, das beim Gewinnen und Verlieren eine Rolle spielt. Gewinner haben höhere Testosteronwerte als Verlierer. Umgekehrt hat, ob man gewinnt oder verliert, keinen Einfluss auf die Testosteronmenge, also auf das Testosteron, was produziert wird. Frauen haben, wie gesagt, nur 10% maximal des Testosterons der Männer. Sind sie deshalb weniger an Macht interessiert? Oder muss man da nach anderen Kriterien suchen? Bei Frauen erlaubt die Länge der Finger einen Einblick in ihr Streben nach Macht. Oh, ich bin also doch ein Mann. Wissenschaftler finden immer mehr über weibliche Sexualhormone heraus, aber ihr Zusammenhang mit Machtstreben ist nie richtig untersucht worden. Wissenschaftler finden immer mehr über weibliche Sexualhormone heraus, aber der Zusammenhang mit Machtstreben ist nie richtig untersucht worden. So, schaut man sich die Machtvorherrschaft der Männer in der Vergangenheit an, in der jüngeren und älteren und ganz alten Vergangenheit, dann wird klar, warum weibliche Sexualhormone und ihr Zusammenhang mit Status und Führungsqualitäten bisher so vernachlässigt wurden. Für Frauen hat sich einfach niemand interessiert. Untersuchungen von Simon Baron Cohen an der Universität von Cambridge haben sich mit dem Einfluss des Geschlechts auf das Verhalten und speziell das Gehirn und den Unterschieden zwischen Mann und Frau beschäftigt. Aha, man fängt an, sich dafür zu interessieren. Es gab Untersuchungen auch an Kindern und Ungeborenen sogar. Testosterontests während der Schwangerschaft haben gezeigt, dass Jungen von mehr Testosteron im Fruchtwasser umgeben sind als Mädchen. Am Anfang einer Schwangerschaft sind noch keine Genitalien zu erkennen. Nach der 7. Woche aktiviert ein Gen auf dem Y-Chromosom einen Prozess, bei dem die Entwicklung der Hoden in Gang gesetzt wird. Später spielt das Testosteron eine Rolle bei der Entwicklung männlicher Charakteristika. In Baron Cohens Studie wurden die Reaktionen von 12 Monate alten Kindern auf eine Serie von Bildern getestet.
Das Ergebnis war, dass Kinder mit erhöhten vorgeburtlichen Testosteronwerten weniger den Augenkontakt suchen. Das war eine Überraschung, weil man bisher davon ausgegangen war, dass Dinge wie Augenkontakt eher von sozialen Faktoren abhängig ist und weniger von den Hormonen. Aber wie man sieht, ist das ein Trugschluss gewesen. Mädchen suchen aktiver den Augenkontakt als Jungen und sie verfügen auch über bessere verbale Fähigkeiten. Sie sprechen früher und haben ein größeres Vokabular. Das war zwar bekannt, weil es eben einfach so ist, aber der Zusammenhang mit dem vorgeburtlichen Testosteron, das ist eine neue Erkenntnis. Also mehr Testosteron, weniger Vokabular. Im Alter von 8 Jahren wurden diese Kinder erneut getestet und bekamen Bilder mit verschiedenen Gesichtsausdrücken gezeigt und sollten die Emotionen der dargestellten Personen deuten. Auch hier war festzustellen, dass mehr vorgeburtliches Testosteron zu weniger Einfühlungsvermögen führt. Es ist erstaunlich, dass sogar 8 Jahre nach dem Messen des vorgeburtlichen Testosteronspiegels ein klarer Zusammenhang mit diesem immer noch festzustellen ist. Die Mädchen hatten bei den verbalen und sozialen Fähigkeiten durchweg bessere Ergebnisse als die Jungen. Die Jungen waren dafür besser im analytischen Bereich, weiß man alles, aber eben ist der Zusammenhang mit den Hormonen ist neu. Dasselbe Hormon scheint also einerseits die Sozialentwicklung wie Sprache, Augenkontakt, Kommunikation und das Deuten von Gesichtsausdrücken zu steuern und gleichzeitig einen Einfluss auf die nicht sozialen Fähigkeiten zu haben, wie das Erkennen von Mustern und die Erforschung von mechanischen Einzelteilen, die das große Ganze ausmachen. Liebe Damen, ihr braucht euch nicht mehr über eure Partner zu ärgern, die zu wenig einfühlsam sind und die eure Gefühlsregungen nicht zu deuten wissen oder sich nicht dafür interessieren. Die können nichts dafür. Das sind die Hormone. Und ihr lieben Männer, jetzt habt ihr eine gute Entschuldigung. Nein, das bedeutet nicht, dass man es nicht wenigstens versuchen sollte, liebe Herren der Schöpfung. Ja, das maskuline Geschlecht versteht abstrakte Konzepte besser als das feminine, ist aber weniger empathiefähig. Liefert uns das die Antwort auf die Frage, warum Jungen ein höheres Risiko haben, Autist zu werden als Mädchen? Auch eine interessante Frage. Das sind aber nur die ersten Ergebnisse und es wird sicher noch eine Weile dauern, bis man da eine klare Aussage machen kann. Laut Professor Schultheiß gibt es beim Geschlecht keine klare Prädetermination im Gehirn, sondern wir werden durch Hormonschübe in die eine oder andere Richtung geschubst. Unser Geschlecht ist also ein Zufall, ein Zufallsprodukt. Oh, die Männer, die so stolz darauf sind, dass sie einen Sohn gezeugt haben. Ja, vielleicht war es nur Zufall. Vielleicht ist das einer der Gründe, warum manche auch das Gefühl haben, im falschen Körper geboren worden zu sein. Dr. Pranjal Mehta hat den Einfluss der Hormone auf Status und Verhalten und den Einfluss der Umwelt auf die Hormone untersucht und die Frage, wie Leute sich selbst sehen und wie diese Selbstwahrnehmung im Umkehrschluss ihr Verhalten beeinflusst. Sehen Menschen sich als dominant oder passiv an und welche Rolle spielt dabei das Testosteron? Testosteron hat keinen direkten Einfluss auf Entscheidungsfindung, sehr wohl aber auf die Ausprägung des Dominanzverhaltens. Dominanzverhalten, da kann man den Bogen schlagen zur Kriminalität, ne? Und dann wundert man sich vielleicht nicht mehr so sehr, dass die Gefängnisse voll von Testosteron gesteuerten Männern sind. Manche Hormone verändern das Verhalten, wie zum Beispiel im Bereich der Wettbewerbsfreudigkeit, aber es gibt keinen klaren Hinweis auf einen direkten Einfluss von Testosteron auf die Persönlichkeit der Menschen, also darauf, wie wir uns selber sehen. Testosteron beeinflusst die Persönlichkeit und die Persönlichkeit beeinflusst den Testosteronspiegel.
Spiegel. Aber da hängt noch ganz, ganz viele, da hängen noch ganz, ganz viele andere Dinge mit dran. Hohe Testosteronwerte machen angeblich maskuliner und dominanter und die Gesellschaft bringt solchen Männern mehr Respekt oder auch mehr Verachtung entgegen, ne? Je nachdem, wo man sie trifft, im Gefängnis oder auf der Etage der leitenden Angestellten einer Firma. Testosteron befeuert den Wettbewerbsdrang. Vielleicht ist es kein Zufall, dass diese Hormone in der letzten Phase der industriellen Revolution entdeckt wurden. Charles Edouard Chacun war in den 1850er Jahren einer der ersten Wissenschaftler, die an die Existenz von Substanzen zu glauben begannen, die wir heute als Hormone kennen. Er initiierte sich regelmäßig aus Tierhoden gewonnene Flüssigkeiten und behauptete dann, dass dies seine Manneskraft und sein körperliches Wohlbefinden verbessert. Vielleicht ist was dran. Testosteron wird seit jeher mit Männlichkeit, Stärke und Vitalität gleichgesetzt. Die Testosteronersatztherapie wird immer beliebter, vor allem unter älteren Männern. Testosteron, das Wundermittel? Fragezeichen. Apotheken, Ärzte, Pharmaunternehmen freuen sich über diesen neuen Trend, der viel Geld in die ohnehin schon gut gefüllten Kassen bringt. Die Verkäufe sind seit 2007 enorm angestiegen. Vor allem ältere Männer konsultieren ihre Ärzte, weil sie Testosteronmangel für die Ursache ihrer Beschwerden halten. Tests zeigen dann aber meistens, dass diese Beschwerden nichts mit einem Testosteronmangel zu tun haben. Also erstmal richtig testen, bevor man sich da irgendwelchen Behandlungen unterzieht. In Untersuchungen wurden bei 10.000 männlichen Teilnehmern zwischen 4 und 90 Jahren die Testosteronwerte ermittelt. Kinder haben bis zur Pubertät nur ganz wenig Testosteron im Körper. Nach der Pubertät steigen die Werte an und bleiben bis ins hohe Alter konstant. Nach dem Ausschluss von Krankheiten gibt es verschiedene Gründe für niedrige Testosteronwerte. In den meisten Fällen sind sie hausgemacht. Selber schuld oder wie? Könnte sein. Früher waren niedrige Testosteronwerte ein Problem älterer Männer, fast ausschließlich. Heute findet man es auch bei jungen Männern und Ursache ist der Lifestyle. Übergewichtige und fettleibige Männer haben fast immer sehr viel Bauchfett, das sogenannte Viszeralfett. Ihr habt mich schon oft darüber reden hören. In meinen diversen Videos, der Feind des Mannes Nummer 1, das Viszeralfett. Das ist der berühmte Bierbauch bei den Männern im mittleren Alter. Dieses Fett ist aber nicht nur optisch ein Problem, sondern es ist ein eigenes Organ, ein sehr aktives Organ, das sehr verschiedene schädliche Substanzen an den Organismus abgibt. Die Folgen sind Insulinresistenz, Bluthochdruck und niedrige Testosteronwerte. Die Fettschicht direkt unter der Haut ist zwar auch nicht schön, aber ungefährlich. Zwischen den Organen im Bauchraum ist Fett dagegen sehr gefährlich. Viszeralfett reduziert bzw. unterbricht die Testosteronproduktion und das führt zu noch mehr Fett im Bauchraum. Ein Teufelskreis, wie man sich denken kann. Testosteron ist auch im Bereich Sport und Doping ein Thema. Michael Kleber vom Deutschen Olympischen Sportbund ist Experte im Bereich leistungssteigernder Substanzen. Er sagt, Testosteron spielt eine Schlüsselrolle beim Aufbau der Muskelmasse und bei Auswirkungen von körperlicher Betätigung. Beim Training erleiden Muskeln leichte Verletzungen. Der Körper beginnt nach dem Training mit der Reparatur des beschädigten Muskelgewebes und macht es dann stärker und größer. Ne? So funktioniert der Muckiaufbau. Leistungssteigernde Produkte waren früher nur unter Profis ein Thema. Heute sind sie auch bei den Amateuren sehr beliebt. Insbesondere Testosteronderivate, sogenannte anabole Steroide, sind in Fitnessstudios zu einem Renner geworden und gleichzeitig zu einem großen Problem. Circa 13 bis 16% aller Kunden von Muckibuden benutzen solche Produkte.
hauptsächlich Anabolika. Und da es viel mehr Amateure gibt als Profisportler, haben wir es jetzt mit einem flächendeckenden Problem zu tun. Gesunde Männer produzieren täglich zwischen 4 und 8 Milligramm Testosteron, aber für alle, die ihre Leistung steigern wollen oder müssen und ihre Muskelmasse verbessern, ist das zu wenig. Der junge Mann von vorhin, Christian Wolf, hat sich entschieden, seinem Testosteronmangel mit einer Behandlung entgegenzuwirken. Zunächst hat er Testosteron-Booster in Kapselform ausprobiert, obwohl ihm bekannt war, dass das nichts bringt. Probieren geht über Studieren. Die Hersteller versprechen viel. Die Werbung ist überzeugend. Das Ergebnis ist ernüchternd. Man wirft sein Geld zum Fenster raus. Nachweisbare Resultate liefen nur synthetische Anabolika. Fachleute in diesem Bereich sind die meisten Bodybuilder. Es gibt aber leider auch sehr viel Missbrauch, wie im Fall eines 17-Jährigen, der pro Woche mehr als 1000 Milligramm an Testosteronderivaten und zusätzlich täglich Dianabol-Tabletten einnimmt oder einnahm. Unter dem Strich war das deutlich mehr als 1000 Milligramm Testosteron pro Woche. Das ist für einen 17-Jährigen nicht ungefährlich. Anabolika-Missbrauch führt zu einer ganzen Reihe an gefährlichen Nebenwirkungen, Bluthochdruck, Schlaganfälle, Herzinfarkte, Leberschäden, exzessive Testosterongaben reduzieren die Spermienproduktion, weil das Gehirn die Meldung erhält, dass genug Testosteron vorhanden ist und kein weiteres gebraucht wird. Weitere Untersuchungen haben gezeigt, dass neben Testosteron auch andere Substanzen das menschliche Verhalten beeinflussen können, zum Beispiel Cortisol, das Antistresshormon. Da habe ich ein Video drüber gemacht, das werde ich verlinken. Cortisol hat Auswirkungen auf das Testosteron und damit auf das Verhalten der betroffenen Personen. Hormone haben zwar keinen direkten Einfluss auf das Verhalten, aber es gibt einen Mechanismus, der indirekt zu solchen Veränderungen führen kann. Cortisol bindet sich im ganzen Körper an die Testosteronrezeptoren und blockiert diese. Und dann gibt es noch die Hypothese, die Theorie der Dualhormonhypothese. Mit einem weiteren Verhaltenstest, bei dem ein Teilnehmer dem anderen Befehle erteilen darf, lässt sich dann feststellen, inwieweit sich das Verhalten des Befehlsempfängers verändert, wenn dieser sich gestresst fühlt von den Befehlen des anderen. Bei einem niedrigen Cortisolspiegel führt mehr Testosteron zu einem größeren Dominanzverhalten. Aber wenn der Cortisolspiegel hoch ist, dann ist dieser Effekt nicht festzustellen. Der Zusammenhang zwischen Testosteron und Dominanzverhalten hängt sehr von der Stresssituation ab. Wir sind komplexe menschliche Wesen mit dynamischen Systemen und wir haben uns im Laufe unserer Entwicklungsgeschichte an unsere Umgebung angepasst. Hormone reagieren auf die Umgebung, die Hormone beeinflussen das Verhalten und das Verhalten beeinflusst die Hormone. Ob Männer mit wenig Testosteron Verlierer und solche mit viel Testosteron Gewinner sind, hängt sehr davon ab, was die Gesellschaft als wünschenswert erachtet. Und das ist in jeder Kultur anders und ändert sich auch von Epoche zu Epoche. Testosteron ist ein wichtiges Hormon und macht den Mann zu Mann. Eine Testosteronersatzbehandlung kann in kurzer Zeit Beschwerden mildern oder beseitigen, aber Testosteron für sich alleine genommen macht Männer weder risikobereiter noch dominanter noch machthungriger. Was letztendlich den Unterschied macht, sind soziale und umweltbedingte Faktoren. Seid ihr jetzt schlauer? Ich weiß es nicht. Vielleicht das eine oder andere Aha-Erlebnis. So, das war's, ihr Lieben. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Tschüss und bis bald.